Ein Haus, ein Garten, Pflanzen und eine Menge kleiner Tiere. Da ist einmal die Wespe, oder zumindest etwas, das so aussieht. Dieser Putzteufel ist als Ohrenkneifer verschrien. Und die beiden sind gerade dabei, neue Marienkäfer zu machen. Die Huckepackstellung wird selbst bei einem Ortswechsel nicht aufgegeben, denn die Paarung nimmt längere Zeit in Anspruch. Das Ergebnis der artistischen Einlage: aus dem Gelege entwickeln sich die Käferlarven. Bis aus diesem eher hässlichen und gefräßigen Nachwuchs ein hübscher Marienkäfer geworden ist, lassen 300 bis 400 Blattläuse ihr Leben. Vorher jedoch verpuppt sich die Larve. Während der 10- bis 14-tägigen Puppenruhe entstehen die Organe des fertigen Käfers. Auch dem erwachsenen Marienkäfer bleibt sein Appetit auf Blattläuse erhalten. Etliche tausend vertilgt ein einziger während eines Sommers. Deshalb ist der kleine Käfer im Garten ein besonders gern gesehener Gast. Unter der schwarzen Oberlippe erkennt man die äußerst wirkungsvollen Fresswerkzeuge. Zuweilen wird das Festmahl jedoch jäh gestört. Nämlich dann, wenn Ameisen ihren Besitzanspruch anmelden. Ameisen melken die Läuse und lassen deshalb nicht zu, dass man ihnen ihre Saftlieferanten wegfrisst. Bisweilen werden die Käfer trotz ihres heiligen Namens auch untereinander rabiat. Dann kann es sogar passieren, dass mal einer von ihnen auf der Strecke bleibt. Die Zahl der Punkte auf den Flügeldeckeln ist übrigens kein Hinweis auf ihr Alter, wie zuweilen vermutet wird, sondern Artenvielfalt. Weltweit gibt es rund 3000 Arten. Unsere hier mit den 7 schwarzen Punkten auf rotem Grund ist die häufigste. Rechts und links zwischen den weißen Flecken am schwarzen Kopf sitzen die Augen, sogenannte Facettenaugen. Ein ausgebreiteter Hinterflügel. Er gehört zum hinteren Flügelpaar und liegt in Ruhestellung gefaltet unter dem vorderen Paar, das zu harten, schützenden Deckeln umgestaltet ist. Diese so zart wirkenden Gebilde sind durch Adern verstärkt und haben eine raue Oberfläche, die die Flugeigenschaften verbessert. Und so hebt der Käfer ab. Flügeldeckel aufklappen, Hinterflügel entfalten und losschwirren. Das dekorative Muster der Flügeldeckel ist ein Warnsignal für Angreifer. Vorsicht, dieser Käfer schmeckt bitter. Hin und wieder gibt es auch Pannen, wenn die Flügel ausgebreitet werden. Sowas passiert unserer nächsten Darstellerin kaum. Die Wespe ist eine Kunstfliegerin. Doch zunächst müssen wir einen Irrtum aufklären. Dies sind gar keine Wespen. Sie werden nur häufig dafür gehalten. Es sind Schwebfliegen, die ihren Namen der Eigenart verdanken, schwebend in der Luft zu stehen, im Gegensatz zum Beispiel zur Hummel.
Wenn die Schwebfliege eine Blüte mit ihrem Fliegenrüssel abtupft, verrät sie damit eindeutig ihre wahre Verwandtschaft. Eine Schmeißfliege wird sicherlich niemand mit einer Wespe verwechseln. Dafür hat sie zum Teil vergleichbare Vorlieben, wenn es ums Fressen geht. Taucht jedoch der gelb-schwarz gefärbte Kammflieger auf, gehört ihm die Beute schnell alleine. Die deutsche Wespe, bekannt und gefürchtet als Störenfried bei Gartenpartys. Mit scharfen Zangen schneidet sie sich die Beute zurecht. Mit ihren starken Kiefern raspelt sie auch Holzfasern für den Nestbau. Die heftigen Bewegungen des Hinterleibs zeigen, der ganze Organismus arbeitet auf Hochtouren. Schließlich wird die Beute mit den Vorderbeinen gepackt und zum Nest geflogen. Ursprünglich wurde das Nest ins Innere des verlassenen Vogelhäuschens gebaut. Als das Volk jedoch größer wurde, begann man auch außen anzubauen. Ein Männchen erscheint, erkennbar nur bei genauem Hinsehen an den längeren Fühlern. Auffallend ist die akrobatische Manövrierfähigkeit der Wespen. Diese Senkrechtstarter weisen auf ein Erdnest hin. Trotz des starken Flugbetriebs gibt es keine Zusammenstöße am Eingang. Aber solche Erdhöhlengraben ist selbst für ein wohlorganisiertes Wespenvolk zu viel. Also wurde hier einfach ein verlassener Mäusebau instand gesetzt. Im Inneren haben die Wespennester immer den gleichen Aufbau. Mehrere Etagen von Wabendecken sind mit Stützpfeilern verbunden. Die ganze Konstruktion ist hängend befestigt. Normalerweise ist es im Nestinneren dunkel. Deshalb sind diese Tiere durch unseren Scheinwerfer erstmal irritiert. Ein Nahrungspaket wird ziellos umhergeschleppt. Andere Wespen machen sich zur Verteidigung bereit. Doch schon bald ist auch wieder geordnetes Handeln zu erkennen. Die Schäden, die durch unser Eingreifen am Nest entstanden sind, werden umgehend repariert. Dazu vermengen die Wespen Holzfasern mit Speichel. Diese selbstproduzierte Papiermasse wird schichtweise säuberlich in kleinen Wülsten übereinandergelegt. Die ganze Außenhaut des Nestes ist so aufgebaut und bildet mit mehreren Schichten eine perfekte Klimaanlage. Die Emsigkeit bei der Bauarbeit erinnert nicht zufällig an die der Ameisen. Sie sind nahe Verwandte. Die konstante Innentemperatur dieses architektonischen Meisterwerks ermöglicht eine gleichmäßige Entwicklung des Nachwuchses. Die Larven, hier circa 2 Wochen alt, hängen kopfüber in den Waben und werden mit vorverdauter Flüssignahrung gefüttert. In einigen Waben erkennt man 3 bis 5 Tage alte Eier. Die mit den weißen Gespinstdeckeln verschlossenen Waben schützen die weiterentwickelten, aber weitgehend unbeweglichen Puppen. Wir haben 2 Deckel geöffnet. Bei der oberen Puppe sind nur die Augen dunkel gefärbt, das heißt, sie ist jünger. Die 3 Punktaugen am fertigen Wespenkopf zwischen den großen Facettenaugen sind möglicherweise zusätzliche Orientierungshilfen bei den rasanten Flügen. Die Flügel sind in Längsrichtung gefaltet. Mit Hilfe winziger Häkchen werden Vorder- und Hinterflügel zu großen, elastischen Schwingen verhakt. Der furchteinflößende Giftstachel sitzt bei der Wespe besonders fest und ist daher wiederverwendbar.
Eine eindrucksvolle Bewaffnung am hinteren Ende ist aber auch die einzige offensichtliche Gemeinsamkeit mit einem anderen Gartenbewohner, dem Urwurm. Seine Stärke ist seine Schnelligkeit. Seine Leidenschaft für frische Blattläuse erinnert eher an unsere Marienkäfer. Weil er auch vor Grünzeug nicht Halt macht, wissen die Gärtner nicht so recht, ob sie ihn nun für einen Nützling oder Schädling halten sollen. Da er die Lebendkost jedoch bevorzugt, solange sie in ausreichendem Maße vorhanden ist, wird er von umweltbewussten Gartenbesitzern geduldet. Interessanterweise nimmt der Urwurm noch längst nicht jede Läuseart. Die langen Fühler als wichtige Sinnesorgane und die klauenbewehrten Extremitäten als hochwertige Kletterwerkzeuge erfahren immer sorgfältige Pflege. Als Schlupfwinkel für den hellichten Tag lieben die nachtaktiven Ohrwürmer strohgefüllte Blumentöpfe. Wegen dieses Hanges zu engen, höher gelegenen und dunklen Orten unterstellt man den Tieren gelegentlich auch das menschliche Ohr aufzusuchen. Das jedoch kann bestenfalls zufällig bei einer schlafend im Grase liegenden Person vorkommen. Und selbst dann wird der Zwischenfall ohne weitere Folgen bleiben. In den Töpfen jedoch kommt es zu regelrechten Massenversammlungen der Blattlausvertilger, wenn die ganze Konstruktion fachgerecht am Obstbaum befestigt und für die Tiere gut zu erreichen ist. Die Facettenaugen der lichtscheuen Gesellen sind recht groß, um bei nächtlichen Ausflügen nützlich zu sein. Die Fühler bestehen aus vielen einzelnen Gliedern. Die Mundwerkzeuge sind einfach gebaut. Die Kletterwerkzeuge noch einmal im Detail. Und nun die Überraschung. Unser Urwurm hat Flügel, wenn er sie auch nicht mehr zum Fliegen ausbreitet. Das wäre in der Tat ein mühsames Geschäft, denn sie sind überaus kompliziert in ca. 40 Lagen übereinander zusammengelegt. Die Zangen dagegen kommen häufig zum Einsatz als Abwehrmittel und um zuzugreifen. Außerdem kann man an ihrer Form die Geschlechter unterscheiden. Die stark gebogenen gehören den Männchen. Nur 7 der etwa 1300 bekannten Urwurmarten kommen in Mitteleuropa vor, und zwar nach dem Motto, je wärmer, desto lieber. Wer Urwürmer besonders gerne mag, muss also in den Süden fahren, am besten in die Tropen. Thank you.